läuft, du kannst beginnen. Okay. Ich möchte mit dem Verkauf bzw. mit dem Verkäufer beginnen. Also mein Name ist Martin Schröder Berlin und fange ja jetzt mal mit dem Verkäufer an und gehe dann so sukzessive bis 94 Mal. Also um den Verkäufer auch verständlich zu machen, möchte ich dann ganz kurz hier eine Preisliste vorführen. Also die ist dann also praktisch erstmalig aufgetaucht. Martin Schröder Berlin ist käuflich. Dann auch wieder also praktisch das auch hervorgehoben. Und wie bitte? Dein Kragen. Warte mal, machst du ihn mal bitte? Müssen wir den auch abschneiden? Und ist jetzt also auch zu diesem Thema käuflich möchte ich mich jetzt auch äußern. Nach langen Abwägungen, Überlegungen habe ich mich entschieden, bedingt dadurch, dass ich immer zu teuer war, dass ich so in nächster Zeit erstmal keine Originale mehr verkaufen werde oder auch anbieten werde. Also in dem Sinne habe ich also den Keller eigentlich voller Bilder. Und habe jetzt also praktisch mit meiner Personifizierung, mit der ich mich seit ein paar Jahren beschäftige, da ist jetzt auch demnächst ein Film von Henning Sterner zu sehen im Internet, ein Gespräch mit Frau Dr. Walter Abele und mir über die Personifizierung. Und über die Jahre habe ich bei der Personifizierung von der Großplastik in die Kleinplastik, also dann auch angefangen mit Auflagenarbeiten. Also ich bin zu meinem mäzenatischen Schlosser Gerd Günther gegangen und also praktisch nach der dritten oder vierten Besprechung bzw. Auftragsabwicklung war dann bei einer Gasterei mit seiner Frau bei mir und dann hat er mir das Du angeboten. Also muss ich dann die Geschichte jetzt, also Gerd und ich, erzählen. Also ich bin dann zu Gerd Günther gegangen, ruft dann an. Gerd, ich bräuchte was. Dann also bietet er mir einen Termin an, dann komme ich, dann macht Frau Springer den Kaffee und ein Glas Mineralwasser für mich. Dann kommt Gerd Günther aus dem Büro und auf jeden Fall, dann sage ich meine Anliegen. Beispielsweise, warten Sie mal. Liebespaar Liebespaar gelasert. Da brauchte ich dann 47 Stück von, also weil ich da 47 war. Also die Auflagenarbeiten erlaube ich mir nach meinem Lebensalter aufzulegen. Und auf jeden Fall, ich bekomme dann 47 Stück geliefert, beziehungsweise hole sie ab und wird immer gefragt, kannst du sie tragen? Und ja, sonst wird Gerd sie dann auch vorbeibringen lassen. Auf jeden Fall, das ist dann jetzt also praktisch für kleines Geld bei mir zu kaufen ist. Liebespaar von 2011, Entschuldigung. Eisen gelasert, Auflage 47, gibt es für 300 Euro. Dann Einzelkind, auch wieder aus der Produktion von Gerd Günther. Da brauchte ich dann 6 Ausführungen mit Sockel. Und einen ließ ich sogar bei ihm schweißen. Und dann nachher habe ich also praktisch dieses Einzelkind, wie heißt es denn, immer noch mal so neu gestellt, ne? Und dann also praktisch mir dann auch Löcher reingebohrt und dann irgendwie dilettantisch herangeschweißt, sodass das selbst hält, ne? Und das ist eine 6er Auflage. Das ist eine Arbeit von 2001.
Da ist dann also eine Auflage für 1500 Euro erhältlich. Ja, und dann irgendwie sage ich, Gerd, mach mir doch eine Rechnung. Ich komme dann mit Socken an, ich brauche das. Also ich gehe dann also wie so ein norddeutscher Händler, ich brauche das, nicht? Und Gerd macht mir keine Rechnung, nicht? Und dann habe ich wieder eine neue Idee, also praktisch, ich habe ja diese, Affensituationen, nicht? Ich, klein geschrieben, ich verneige mich, ich fremdle. Und dadurch, dass ich ja in dem Sinne einen kommerziellen Ehrgeiz habe, bin ich dann wieder zu meinem alten Schlosser Geiselmann gegangen, weil ich da wusste, wenn ich da was bestelle, kriege ich eine Rechnung. Und habe dann, da muss ich jetzt bald drei Befindlichkeiten. Das war 2017, da war ich 53 Jahre alt. Also habe dann bei Geiselmann drei Befindlichkeiten bestellt und dann war mein Wunsch, also praktisch diese auf so einem Eisensockel magnetisiert zu haben, sodass dann jeder für sich dann diese Dinge auch noch hin und her schieben kann. Was auch sehr gut angenommen ist von denen, die bisher gekauft haben. Auf jeden Fall drei Befindlichkeiten von 2017, Eisen gelasert, Auflage 43, gibt es dann wiederum für 400 Euro. Magdalena, auch wieder eine Gerd Günther mezzanatische Sache. 2005. Also die Beziehung mit Gerd Günther und mir fing an, also da habe ich Magdalena für die Matthäuskirche in Stuttgart-Hessler erarbeitet. Das war eine kriegszerstörtes Fenster. 8 Meter Durchmesser oder 6 Meter, 8 Meter hoch. Und auf jeden Fall habe ich da dann Magdalena erarbeitet, die ich dann bei Gerd Günther in Edelstahl machen ließ. Hatte von der Kirche ein Budget, nicht, dass ich ja praktisch bei unserer ersten Geschäftsbeziehung auch bezahlt habe. Ne? Auf jeden Fall diese Edelstahl-Personifizierung Magdalena funktionierte nachher in Edelstahl nicht. Ne? Der musste sich mit 22 Karat Blattgold vergolden. Okay. Die hing dann also bis zur Restaurierung der Matthäuskirche in Stuttgart praktisch an der Stelle, also praktisch waren glaube ich 8 Jahre. Dann wurde ich irgendwann angerufen und mir wurde mitgeteilt, also die Kirche wird renoviert, restauriert und auf jeden Fall das große geschlossene, kriegszerstörte Fenster soll wieder geöffnet werden und ist dann eben auch einer Künstlerin als Auftrag, also einer Glaskünstlerin als Auftrag gegeben worden. Dann meinte die Kirche, also sie würden die Arbeit gerne woanders integrieren und da habe ich gesagt, nee. Ich habe Magdalena für den Ort gemacht, habe dann Magdalena gegen eine Spende von 300 Euro, Schnäppchenpreis, sag ich mal, zurückgekauft. Hatte dann Magdalena 8 Jahre bei mir liegen und habe sie dann gesockelt. Und Magdalena hatte dann in der Stadtkirche 2017 in der Ausstellung aus der Vorstellung heraus in der Stadtkirche dann also einen großen Auftritt. Dann war sie also schwarz gesockelt vor Jesus, kniend oder verneigen. Ja, und auf jeden Fall jetzt also von Großplastik Magdalena gibt es eben auch eine Auflagenarbeit Kleinplastik Magdalena. Da habe ich mich dann entschieden, also die auch in Edelstahl machen zu lassen bei Gerd Günther. Brauchte mir ja nichts bezahlen, ich Schmarotzer, nicht? Und dass ich dann die aber nicht vergolde. Das sieht einfach scheiße aus bei dieser kleinen Format. Und die werden dann weiß lackiert angeboten. Und die kann ich dann also anbieten für einen Preis von, also Edelstahl weiß 2005, Auflage 15 Stück für 400 Euro. Okay, also das wird dann jetzt erstmal so praktisch
für dieses Jahr so in dem Sinne der Anfang eines erfolgreichen Geschäftsjahres. Also wir haben ja noch zwei Quartale vor uns. Und dass dann eben, ich über das dann jetzt auch, also praktisch, ich habe einen Büroleiter, mit dem ich jetzt einfach auch alle Sachen diskutiere in Ludwigsburg. Wobei dann jetzt auch noch ein Assistent gesucht wird. Dann vielleicht so MA, also praktisch Kunsthistoriker oder so, dass wir einfach mal meinen Kram so ein bisschen aufarbeiten. Nicht? Und was eben bei mir das Schlechte ist, nicht? Also ich bin Widder. Und es gibt eine Allegorie von Gott, wo Gott jedem seiner Kinder Aufgaben zuschankt. Und im Widder, also praktisch, das kann ich jetzt nur so ganz leicht nachsprechen, der Widder ist eben der, also der wird auch als erstes von Gott mit den Aufgaben betraut. Kurzfassung, nicht? Also praktisch, er soll millionenfach seinen Samen zerstreuen, aber sich nicht umdrehen, was aus dem Samen passiert. Und dann also zum Abschluss dieser Aufgabenstellung gibt Gott dann dem Widder das Geschenk der Selbstachtung. Und ich denke, das hat er bei mir hingekriegt. Ne? Dann möchte ich mal versuchen, also das Galeriekonzept neben lauter Bilder und Skulpturen ganz kurz hier zu umreißen. Also dass es einfach auch für die größere Öffentlichkeit nachvollziehbar ist. Also der Hauptsitz neben lauter Bilder und Skulpturen ist in Ludwigsburg. Jetzt wird also hier in Berlin nach neuen Räumen gesucht. Aber ich werde dann also jetzt erstmal noch also praktisch dieses, was ich natürlich auch immer wieder vernachlässige. Wollen wir? Ja? Wollen wir jetzt kurz absetzen? Wie bitte? Hey, hey, ne. Hi. Danke. Henning, weißt du, wie spät das ist? Geil, ne? Wie auf dem Spielplatz. Ha ha.
Wie spät ist es? 20 vor 12. 20 vor 12. Gut, und es läuft wieder. Ja. Mein Name ist Martin Schröder Berlin, geborener Schröder. Warte mal, jetzt ist gerade ein Umschlag. Ja, guten Tag, mein Name ist Martin Schröder Berlin. Ich bin ein geborener Schröder. 2005 habe ich mich in der Gedächtniskirche segnen lassen und möchte mich jetzt hier in Berlin neu positionieren. Nach 18 Jahren Öffentlichkeitsarbeit in Ludwigsburg, anfänglich mit Marktplatz 9, dann nach Grönerstraße 34, dann an der gleichen Stelle neben lauter Bilder und Skulpturen, schließen wir die Räume und gehen in Online-Handel, Online-Präsentation, Online-Galerie und gucken hier nach neuen Räumen in Berlin, um einfach mit einer größeren, interessierteren Öffentlichkeit zusammenzuarbeiten. Ich sage immer, was ist die eine Disziplin ohne die andere? In dem Sinne möchte ich dann also praktisch Ihnen nochmal die Firma neben lauter Bilder und Skulpturen vorstellen, wo praktisch ich mit dem Journalisten, Kulturjournalisten Hans-Jörg Fröhlich in Stuttgart, ja, der hat mich interviewt für Sonnendeck, eine Kunstzeitschrift von Mario Strelsky, erfunden, rausgebracht und ich glaube, das Sonnendeck gibt es seit 20, 25 Jahren. Und ja, ich möchte Ihnen ein Interview vorlesen, welches Hans-Jörg Fröhlich vom Sonnendeck Stuttgart mit mir geführt hat. Das Sonnendeck hat Mario Strelsky, Galerist in Stuttgart, erfunden und faszinierend. Ich glaube, seit 20, 25 Jahren gibt es das. Das Sonnendeck liegt unter anderem hier in Berlin in der Daimler-Chrysler-Sammlung oder Foundation am Potsdamer Platz aus. Ja, ich fange einfach mal an, das Interview vorzulesen. Also da wurde ich dann als in dem Sinne Galerist interviewt. Galerien unter der Lupe, neben lauter Bilder und Skulpturen. In Ludwigsburg ist gleichzeitig Galerie und Atelier. Der Betreiber, Martin Schröder Berlin, ist Galerist und Künstler in Personalunion. Die Ausstellungsfläche ist verteilt auf drei durch zwei Durchbrüche miteinander verbundenen Räumen mit insgesamt 72 Quadratmeter. Dazu kommen 20 Meter Wandfläche im Flur und in der ersten Etage rechts. In der zweiten Etage befindet sich neben dem 40 Quadratmeter großen Denkraum mit Bildern noch eine zu zweit genutzte Atelierwerkstatt sowie ein Lager im Keller mit 30 Quadratmetern. Das ganze Ensemble befindet sich in der ehemaligen Eberhard-Ludwig-Kaserne, die zwischenzeitlich die Firma Lotter in Ludwigsburg gekauft hat. Und die uns also praktisch beim ersten Kennenlernen dann auch eine Mietoption bis 2024 gegeben haben. Seit 2002 gibt es diese öffentliche Ausstellungsfläche. Die Vorgängergalerie war Marktplatz 9 in Ludwigsburg, wo ich dann also 95 gestartet bin, selbst Ausstellungen zu machen. Dann gibt es dann eine Frage, welche Ausstellungen zeigen Sie im Winter 2016-2017, Dezember, Januar, Frau Heidrun Grün, personifiziert und andere Personifizierungen. Denn praktisch, also in 2016, 2017
März, April das ungemalte Quadrat farbfeldmalerisch bis personalisiert. Dann stellt Hans-Jörg Fröhlich die Frage, wie finden Sie neue Künstler für die Galerie? Da war dann die Antwort, ich bin mein eigener Künstler. Vier Themen sind im Ausstellungsprogramm. Malerei, das ungemalte Quadrat. Schreib, Zahlenmalerei, ein bisschen gestische Malerei. In der Skulptur gibt es die Personifizierung. Angedacht sind oder waren, muss ich sagen, Dialogausstellungen. Da gab es mal eine Ausstellung 2008 mit Markus Merkle. Auf die Frage, spielt die Öffentlichkeitsarbeit im Galeristenberuf heute eine größere Rolle? Natürlich. Was wäre die eine Disziplin ohne die andere? Dann stellt er wiederum eine Frage, wie wichtig schätzen Sie Kunstmessen ein? Respektive beteiligen Sie sich an solchen? Noch nicht, doch wie ich beobachte, scheint es sinnvoll zu sein. Da muss ich dann auch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe mich bei dem alten Schrade in Karlsruhe vorstellig gemacht, nicht? Und wollte ihn zum Mittagessen einladen. Leider konnte er noch nicht antworten. Also weil mir das irgendwie also gefallen hätte, also über dieses Mittagessen mit ihm über die Kunstmesse Karlsruhe, um so einen kleinen Stand zu sprechen. Aber vielleicht kommt es ja noch. Dann wieder Hans-Jörg Fröhlich. Gibt es Vernetzungen mit anderen Galerien oder Kooperation mit sonstigen ortsansässigen Kultureinrichtungen? Ist für die nächste Zeit angestrebt, auch aus dem Wunsch heraus, auf Augenhöhe mit einem Galeristen zusammenzuarbeiten. Dann stellt er wieder eine Frage, Ihre momentanen Top 5 zeitgenössischer Künstler. Meine Antwort, weniger absolutistisch, möchte ich antworten. William Kendridge, Jürgen Teller, Ben Willeken, Thomas Schütte und Julian Rosefeld. Die letzte Frage. Haben Sie ein Motto? Wenn ja, wie lautet es? Die Antwort, den Menschen berühren, ihn sich in den Arbeiten spiegeln, bis versinken lassen, ohne zu polemisieren. Jetzt lassen wir einfach mal den Galeristen als solchen weg. Also ich bin ein Freund der deutlichen Sprache, kann mich herrlich daneben benehmen und kann auch in den besten Häusern verkehren. Also jetzt also praktisch diesen Verkauf, den Verkäufer Martin Schröder Berlin hier vorzustellen, also seine, also in dem Sinne Produkte oder Ware, die er anbietet, hat er also größtenteils geschenkt bekommen und verkauft sie. Aber er hat auch also praktisch daraus was gemacht. Da gibt es dann auch so einen interessanten Text von mir, wo ich dann also praktisch was ich jetzt hier nicht also besprechen möchte, also das können Sie nachher in meiner neuen Website, die am 1. Juni, also Pfingstmontag, im Netz zu sehen ist, also was das mit den Relativarbeiten auf sich hat, Geldkunst. Jetzt gibt es hier also praktisch also die ersten, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, nicht? Also ja, Kleinplastiken, nicht? Also dass wir ein bisschen im künstlerischen, galeristischen Bereich bleiben, nicht? Dass es nicht zu profan ist. Da gibt es
eine kleine Auflagenarbeit, Einzelkind von 2001, Eisen gelasert, Auflage 6, dafür natürlich ein gepfefferter Preis, 1500 Euro. Ich von 2003, Edelstahl gelasert, die wiederum auf so einem kleinen Alusockel, Auflage 10 für 160 Euro. Ich verneige mich, 2003, Edelstahl gelasert, auch wieder auf so einem kleinen runden Alusockel, auch für 160 Euro, Auflage 10. Dann kommen wir zum Liebespaar von 2011, wo ich da dann auch noch mal dieses Partizipieren, also was wäre ich ohne mein Publikum? Also ich lese auch immer wieder die Gästebücher, was für der, also praktisch dieses, was ist die eine Disziplin ohne die andere? Also praktisch auch, und wir uns gegenseitig brauchen. Und beispielsweise beim Liebespaar, die Arbeit lief, also fast, wann sind wir, 2011, also ein paar Jahre, also unter einem anderen Titel. Sie hieß Die Korpulierenden. Dann hatte ich 2011 war das auch, im Stadtkloster Segen hier in Berlin eine Ausstellung. Und dann fragt mich der Macher vom Stadtkloster Segen, Georg, jetzt komme ich nicht auf seinen Nachnamen, aber bleiben wir einfach mal bei Georg, muss nachgereicht werden. Ja, das ist doch ein Liebespaar. Und seitdem heißt es Liebespaar. Also das in der Arbeit, also da war ich dann eben 47 Jahre, die ich dann anbiete für 300 Euro. Dann gibt es eine Bronze, ich, 2016, Bronze gesockelt. Und da ist dann auch interessant, also praktisch diese ich verneige mich Figur in der Herstellung und der Sockel in der Herstellung, also wo dann ja auch eingraviert ist und, kostet gleich, nicht? Und natürlich das Ensemble, also praktisch diese Ich-Bronze gesockelt, Auflage 53, die wiederum gibt es nur auf Bestellung, also praktisch mit Vorlaufzeit. Die biete ich dann für 700 Euro an. Dann gibt es wiederum eine Auflagenarbeit von 2017, drei Befindlichkeiten, also ich klein geschrieben, ich verneige mich und ich fremdle. Auch das ich jeweils klein geschrieben. Das ist dann also praktisch auf so einem kleinen Eisensockel und diese Kleinpersonifizierung sind dann also praktisch, ist unten dann so ein Magnet drin, also dass die dann einfach selbst gestellt werden können. Und das ist eine Auflage von 53 Stück und die kosten dann 400 Euro. Dann gibt es Magdalena von 2005, also die also ursprünglich als Großplastik, oder die gibt es ja auch immer noch als Großplastik, aber sie ist als Wandrelief fürs Stadtkloster Segen in Stuttgart, nee, Entschuldigung, für die Matthäuskirche in Stuttgart-Hessler erarbeitet worden. Da bin ich zu einer Ausstellung eingeladen worden. Und da gab es ein geschlossenes, also über eine Kriegszerstörung geschlossenes Fenster mit einem Durchmesser von 6 oder 7 Metern. Und auf jeden Fall, da habe ich dann Magdalena für erarbeitet. In Edelstahl. Nachher merkte ich, dass Edelstahl nicht funktioniert. Dann habe ich sie auf 22 Karat Blattgold vergoldet. Magdalena hatte dann als Wandrelief das Glück, also knapp 8 Jahre in der Matthäuskirche zu hängen. Dann wurde sie abgenommen, weil die Kirche renoviert und restauriert wurde und dieses Fenster von einer Kirchenkünstlerin dann wieder geöffnet und neu gestaltet wurde. Die Kirchengemeinde hatte erst so die Idee, also Magdalena irgendwo anders zu positionieren. Und da habe ich dann gesagt, nein, ich habe Magdalena als Wandrelief für diese Kirche erarbeitet. Und dann habe ich sie also gegen eine Spende von 300 Euro zurückgekauft, natürlich ein Schnäppchenpreis.
aber so soll es dann auch mal sein. Und auf jeden Fall, die Magdalena hatte dann also praktisch diese vergoldete Magdalena Großplastik, hatte dann, wie heißt das, knapp 6 Jahre bei mir im Atelier gelegen. Und dann habe ich sie irgendwann, also bin ich dann eine größere Ausstellung wieder rum. Das war dann in dem Sinne meine 6. Kirchenausstellung. 2 davon hatte ich in der Stadtkirche in Ludwigsburg. Und das war dann 2017, dann diese, also praktisch, dass Magdalena dann zu Jesus sich verneigend gestellt habe und dann auf dem schwarzen Sockel gearbeitet oder für Magdalena erarbeitet habe. Aber das ist eben auch da irgendwie auch so eine Distanz vom Wandrelief zur Bodenplastik, also eben bei mir 6 Jahre brauchte. Und auf jeden Fall von Magdalena gibt es auch wiederum Wandrelief in Edelstahl, weiß lackiert. Eine Auflage von 15 Stück, die dann wiederum auch bei mir für 400 Euro angeboten werden. Also hier belasse ich das jetzt erstmal für das Käufliche und möchte dann einfach einladen, also ab 1. Juni, auf meine Internetseite neben lauter Bilder und Skulpturen zu gucken, wo ich dann eben auch jetzt Texte von mir drin habe. Da möchte ich dann jetzt auch einen Text noch erwähnen. Also ich habe eine Vortragsreihe begonnen, die dann also praktisch die Titel der Ausstellung zum Vortrag gemacht werden. Der eine Vortrag, der erste, war dann also was hat er von seinen Bildern gelernt, den sie dann auch in dieser neben Lotter Bilder und Skulpturen Seite finden und lesen können. Der zweite und dritte Vortrag, die sind in Arbeit, da muss ich jetzt mit Frau Bodenberger noch einen Termin ausmachen. Der eine heißt, was denn jetzt diese letzte Ausstellung in Ludwigsburg war, Martin Schröder, Berlin, ein ungelehriger Schüler. Der dritte Vortrag wird dann sein, warum ist Martin Schröder, Berlin so teuer? Der vierte Vortrag ist noch offen. Also ich danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und also beispielsweise in dieser neben Lotter Bilder und Skulpturen Seite gibt es auch ein Gästebuch. Wie gesagt, nicht? Was wäre ich ohne Sie? Und die Frage natürlich auch, was wären Sie ohne mich? Also ich habe, wie heißt es, 99 oder so, dann auch so ein Slogan entwickelt. Ich bedauere jeden, der nicht frühzeitig einen Schröder gekauft hat. Also seit 2005 ist in dem Slogan ein Wort mehr drin. Ja, einfach nur zur Kenntnisnahme, nicht? Ohne Vorwurf, ohne Erwartung. Wollen Sie noch mein Sternzeichen wissen? Also ich bin Widder und das gibt eine Allegorie von Gott, wo Gott seinen 12 Kindern, also den 12 Sternzeichen, Aufgaben verteilt. Er sagt, bevor er die Aufgaben verteilt, jedes von euch Sternzeichen hat eine bestimmte Aufgabe. Ihr möchtet mal und mal tauschen, diese Aufgabe nicht haben, diese Aufgabe haben wollen. Und auf jeden Fall sagt ihr, ihr könnt so oft tauschen, wie ihr wollt, aber irgendwann landet ihr bei eurer Aufgabe. Und da ist dann irgendwie jetzt auch interessant, dass der Widder als Erster aufgeführt wird. Und also macht das mal, also praktisch so, was ich in Erinnerung habe. Dir, Widder, gebe ich die Aufgabe, deinen Samen millionenfach zu verstreuen. Und deine Aufgabe ist es nicht, dem Samen zu folgen, sondern ihn nur zu verstreuen.
und natürlich dann noch ein paar Details dieser Aufgabe. Und zum Schluss sagt er dann, bevor der Bitter dann wieder an seinen Tisch geht und das nächste Sternzeichen rankommt zur Aufgabenstellung, dir gebe ich das Geschenk der Selbstachtung. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir in Kontakt kommen. Geil. Da haben wir was hinten Gutes hingekriegt, oder? Ja. Schön. Oh, nee, du. Ja, windig war es. Aber wir waren letztens auch beim Stadtschloss. Ja. Kannst du dich einsehen? Ja. Ja, wer Wind sieht, wer Sturm sieht, wird Wind. Ja. Und da haben wir mit so Fahnen im Bild, wir wollten eine Fahne im Bild und dann kam, wir hatten immer so einen Aufpasser. Ja. Und der hat gesagt, nein, eine Fahne darf nicht im Bild sein, weil dann müsste mehrere sein. Dann mussten wir fünf Fahnen kaufen und dann hat jeder vom Team dann schon ja, Fahne. Ja. Okay, du kannst. Ich habe vor 25 Jahren war eine große Retrospektive von Hanne da Hoben in der Stadtgalerie in Stuttgart. Und dann gab es einen Film, ich weiß nicht, ob das Peter Chamonix war, der den gedreht hat. Und auf jeden Fall Hanne dann im Interview, dann also wo ihre Mutter dann auch viel dabei war. Aber dann hat sie so einen herrlichen Satz gesagt, ich habe gearbeitet. Naja, das war ja eine herrliche, also eben ja auch Unternehmerstochter, nicht? Aber die hatte, glaube ich, 8 Assistenten. Und dann also praktisch in der Bundeskunsthalle gab es vor 3-4 Jahren auch eine große Retrospektive. Nicht? Und dann auch diese Perversität bei ihr. Einmal das als Konzeptkünstlerin, nicht? Und ihre ganzen Puppenstuben, diesen ganzen ödipedalen Aspekt neben ihrer Intellektualität zu sehen. Nicht? Und das natürlich in Elefantitis gemacht. Nicht? Und das ich bin da rum. Ja, das ist also praktisch Hanne da Hoben mich sehr von ihrer Arbeit, nicht? Also praktisch dieser Monochromismus oder so, nicht? Also praktisch interessiert mich nicht so, aber sie war einfach eine faszinierende Frau und natürlich eben bei ihr auch dieses Maskuline mit drin. Der hat mir noch was bedeutet an Künstlern. Also, dass ich mich auch immer so, Dustin Jones habe ich sehr verehrt, nachher sein Altwerk, also hat mich nicht mehr interessiert, wo er denn so in diese Collagentechnik ging. Francis Bacon habe ich jahrelang gehasst. Also, Freunde von mir hatten ihn immer gemocht und gab es also von Francis Bacon ja auch mal eine große, ich glaube, zweimal in Stuttgart sogar, nicht? Und jetzt also sehe ich ihn auch anders, nicht? Also auch praktisch diese Fähigkeit, das Defragmentierte, diese Hässlichkeit des Menschen, die ja auch zu uns gehört. Nicht? Und er ja auch ein herrlicher Säufer, dann auch ja praktisch seine Wirtin da x-mal porträtiert und so. Nicht? Und dann eben also dieses, was dahinter ist. Nicht? Und dann sind wir schon wieder bei Giacometti, nicht? Der ja auch zu meinen Freunden gehört. Nicht? Wobei nachher letztendlich sein... Der Weg zu seinem Werk finde ich interessant. Was ich sehe nachher, also praktisch diese Porträts und so, das ist mir dann zu ausgearbeitet. Und also dieser Kampf, den er macht, ne, also den finde ich faszinierend. Aber dass er den Kampf dann auf dem Blatt auch so sichtbar lässt, gefällt mir nicht. Ne. Also praktisch nehme ich wieder Abstand. Aber diese Suche nach auch dem dahinter und dann seine Skulpturen, ne, diese Filigranität und so, da gibt es dann wieder Respekt. Was ihm mir noch einfällt. Was natürlich interessant ist, wie heißt es, Niki de Zoffal, ne?
Da gibt es ja auch schöne Filme. Nicht? Ich habe einmal den Tarotgarten besucht. Und dann also praktisch gibt da von dem Architekten, italienischen Architekten, also so ein kantiger Bau. Und dann kommst du ins Paradies. Ne? Also, läuft auf so einen Wasserfall zu. Und der hat also Ort, nicht Ort der Freude, Ort der Stille, Ort der, also sie hat also einfach, und es stimmte also praktisch, wie sie ihren Ort bezeichnet hat. Ne? Also ganz, 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 ganz beeindruckend. Und welche Künstler hast du denn selbst kennengelernt? Hast du welche kennengelernt von denen? Ich habe einmal, wie heißt es, dem Schumacher, Emil Schumacher, da gab es vor 25 Jahren in Flensburg eine große Retrospektive anlässlich seines 80. Geburtstags. Nicht? Und wie heißt es, im Flensburger Museum hat dann Björn Engholm eine Einführung gehalten. Und das war natürlich eben auch praktisch nach seinen ganzen Misslichkeiten, da, was der Barschel ihn angetan hatte. Also praktisch, also eindrucksvoll, ihn als Redner zu erleben. Und dann also, gebe ich dann also Emil Schumacher die Hand, nicht? Es blieb natürlich beim Handgeben. Also wir haben so kurz hin und her, also ich habe ihm Respekt gezollt. Nicht? Aber die haben das dann in Schleswig-Holstein so gemacht, dass sie an vier verschiedenen Stellen ihn ausgestellt haben. Dann, warte mal, wen habe ich denn noch? Komme ich vielleicht noch drauf. Aber so, dass sie einfach... bei mir in den letzten zwei Monaten oder Monaten, also praktisch, also ich wechsle jetzt die Kaste. Ich habe zwei Tage, also ich muss dann immer auch praktisch, also im Querverweis, oder wir melangieren ja alles, im Querverweis auch mit meiner Arbeit auch das sehen. Also ich habe 2019, also wie heißt es, einmal so eine gestische Arbeit gemacht, also 50 auf 70, vielleicht ein bisschen kleiner, aber im Hochformat. Ohne Erwartung. Und das ist also praktisch, also diese Schreibmalerei, die ich mache, also auch konditionale sind. Also nicht ganz im wortrichtigen Sinne, aber so, aber dass ich also praktisch als Konditionieren nehmen. Nicht? Also die Zwiesprache mit mir selbst und eben diesen Stellvertreter, den ich anbiete. Nicht? Also ich bin auch ja Künstler geworden, also einmal um nach meiner eigenen Gesetzmäßigkeit zu leben und auch um eine Aufgabe zu erfüllen. Und dann also praktisch habe ich dann also in dem 2018, 19 dann auch noch, wie heißt es, vier, also kleinere Arbeiten, A4 gemacht und dann also praktisch der Idiot ist tot, die Minderwertigkeit ist tot, also zwei Todesfälle und dann so drei Todesfälle und der Selbsthass ist tot und dann also praktisch Halbtote, der Selbstzweifel ist halbtot und der Selbst und der Zweifel ist halb tot. Also, dass ich einfach auch, ich bin eine bipolar begnadete Künstlerpersönlichkeit und natürlich mit eben auch diesen verschiedenen Ausschreitungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. War 2,5 Jahre meines Lebens im Krankenhaus, 6 Etappen. Wurde aber letztendlich nach dem ersten längeren Krankenhausaufenthalt erst Künstler. Also ich war dann 30 und irgendwie kam es dann auf mich zu, dass ich Künstler wurde oder mich traute. Ne? Und eben praktisch zu meiner Zeit hieß das also praktisch, wie ich angefangen da war, krank zu sein oder zu werden. Nicht? Also hieß das ja noch manisch-depressiv. Und eben, dass eben
das mir auch unheimlich viel geholfen hat, nicht? Also auch bezüglich dieser Minderwertigkeitskomplexe, die ja leider verstorben sind, dass ich eben mit dieser Kraft dann auch also Sachen erreicht habe, mich getraut habe, natürlich auch Bilder gemalt habe, Estonia, Stockingers Pferde und dann noch so ein paar andere, nicht? Also das einfach darin auch das einzigste Kunststück war, was ich, was da war, dass ich also aufhörte, wie das Bild fertig war. Nicht? Also einfach auch dieses geführt werden. Ich hatte mal einen Traum, da hatte ich eine Ausstellung, drei Träume, drei Bilder. Da hatte ich das Elternthema, ich, Zwiesprache, mit meinem Vater was und Dank an die Mutter, lieber Gott. Und auf jeden Fall, da hatte ich bei Moro am Marktplatz 9, also eine Vier-Zimmer-Wohnung, die zwei vorderen Zimmer zum Markt waren dann meine Galerieräume oder Wohnräume, Galerieräume. Und die hinteren hatte Moro dann für Büro und Besteck und Gläser und so. Was für mich dann auch von Vorteil war, also wenn ich denn Gastereien hatte, hatte ich mit Damast gedeckt, Damast Servietten, dann drei Gläser für Wein, zwei für Wasser und also ein Tüdelkram. Und auf jeden Fall, aber in der, während der Ausstellungszeit, drei Räume, drei Träume, habe ich dann also praktisch im Badezimmer übernachtet, sodass es einfach für die Öffentlichkeitsarbeit immer, also auch wenn Gäste sich dann anmelden, neben den Öffnungszeiten, dass es einfach immer funktionierte. Und da hatte ich dann mal so einen Traum, dass ich also total ergriffen war, was ich alles hingekriegt habe. Und das war dann so ein Dreiklang. Also einmal dieses total ergriffen sein, was ich alles hingekriegt habe. Der zweite Satz war, das machst du nicht allein. Und der dritte Satz, nebulös, du wärst geführt. Okay, danke. Also jetzt läuft es quasi. Okay, dann stell die Frage und dann also mache ich die Antwort. Nochmal ganz kurz zum Rekapitulieren. Die Frage war... Martin, was ist dein nächstes Projekt? Also praktisch jetzt, also... Ja. Okay, also Martin, was mich echt interessieren würde, was ist dein nächstes Projekt? Also das möchte ich gerne sagen, Henning, ne? Also dadurch, dass ich also praktisch einen Keller voller Bilder habe und einfach zu teuer bin und so, ne? Und jetzt eben also praktisch, was wir ja vorhin auch praktisch diese Multiple, nennt sich das ja im Kunsthandel oder Verkauf, ne? Besprochen haben, ne? Also dass die Originale noch zurückgehalten werden. Also jetzt werden dann demnächst diese Auflagenarbeiten, also in der, also wie heißt es, Siebdruck oder das einfachere Verfahren gemacht, ne? Und jetzt bezogen auf das nächste Projekt, was ich mache, ne? Also das hatte ich schon 2011 nach meiner Ausstellung dank euch, also auch bezüglich, was wäre ich ohne mein Publikum, ne? Und dann also praktisch wollte ich schon eine Foundation Martin Schröder Berlin machen. Also ich habe in dem Sinne keine offiziellen Erben. Ich habe den Keller voller Bilder. Nicht? Also beispielsweise Estonia, das hätte ich vor 20 Jahren für 3.000 Mark verkaufen können. Leider ist der Verkauf wieder nichts geworden, weil die Wand zu klein war. Ich höre mir auf, nicht? Also praktisch, was für Enttäuschung ich habe. Aber Gott sei Dank war ich immer wieder zu teuer. Und jetzt diese Foundation Martin Schröder Berlin, wo ich dann höchstwahrscheinlich Mitarbeiter oder Geschäftsführer werde. Aber so, dass einfach das also mein ganzes Konvolut an Bildern, also was jetzt auch ja kunsthistorisch aufgearbeitet werden muss. Und ich habe eigentlich 94 bis 2000 Dingsabums im Niemandsland gearbeitet und natürlich immer mal wieder öffentliche Präsenz, öffentliche vermeintliche Verhaltensauffälligkeiten.
Und ich habe ja also praktisch vorhin, also vom Reichstag dann eben gesagt, dass ich Widder bin und was die Aufgabe des Widders ist, ne? Und dass also einfach ich müde bin und auch keine Zeit mehr habe, ein Testament oder so einen Schüttelkram zu machen, ne? Und dann eben einfach diese Fontänischen Martin Schröder Berlin, da brauche ich glaube ich 7 Dingsebümse, also praktisch Teilhaber, ne? Höchstwahrscheinlich 20.000 Euro Eigenkapital, also monetär, um das dann also praktisch das Ganze also auch ich brauche eigentlich in dem Sinne kein Geld, ne? Ich muss ab und zu in der Paris-Bar essen gehen und sonst wo essen gehen, ne? Also ich war immer also ja, ich koche auch manchmal selbst für meine Gäste, ne? Und meine Familie will und kommt nicht mit meiner Kunst klar, das braucht sie auch nicht. Aber ich habe jetzt alles so geregelt, habe einen wundervollen Bestatter, einen humorvollen Bestatter. Warte mal, Huthader heißt der, ne? Der war der Autoschlosser, hat er beim Bestattungsinstitut oder fürs Bestattungsinstitut Halle die Autos repariert. Und ist dann irgendwann Bestatter geworden. Und in meinen depressiven Phasen bin ich dann immer bei dem vorbeigelaufen und habe mich nie getraut, bei ihm anzurufen. Und jetzt also praktisch, weil meine Familie also das Thema auch gar nicht leiden macht, also auch eine Sammlerin nicht, also praktisch einspringen wollte, also weil die einfach zu viele Selbstmorde im Freundeskreis hatten. Habe ich jetzt einen wundervollen, also zweiten Preußen. Habe jetzt 3.900 Euro, also für eine super günstige Bestattung. Kiste, die ich selbst baue, verbrannt. Eine Urne, also praktisch diese klassische Urne, die ist so nicht altrosa, sondern also ähnlich wie da, nicht? Also praktisch, also die Farbe gefällt mir nicht. Und dann hat der Bestatter gesagt, also praktisch, er hält mir dann, also praktisch, dann gibt also diese Ursprungsurne, kannst du denn also praktisch, hallo, ja, danke. Und die Ursprungsurne, da kannst du in eine andere Urne reintun, so in so eine dekorative Urne. Ne? Und ich war ja auch nie ein dekorativer Künstler. Und was dann spannend war, da hat er mir angeboten, also er wird die diese Urne an der kaum was verdient, also für mich umlackieren. Dann habe ich ihm wiederum geantwortet. Wissen Sie was, Herr Rothard, Sie kennen sich ja mit Rahlfarben aus, dann werde ich Ihnen einen Rahlton sagen, in denen Sie sich umlackieren. Ne? Habe ich wieder Geld gespart. Ne? Und dann also praktisch die Urne, die wird dann also praktisch nicht in Ludwigsburg beerdigt, die kommt dann irgendwie in Berlin hier irgendwo hin. War ich leider noch nicht im Platz. Ne? Also ich bin eine wirklich, also eine arme Sau, nicht? Also, aber so einfach, ich habe das alles organisiert. Und die Foundation Martin Schröder Berlin, die dann einfach auch die Aufgabe hat, für durchgeknallte, ernsthafte, an sich arbeitenden oder auch verzweifelten Menschen einfach so ein bisschen Tutorengeld zu geben. Und das ist einfach auch diesen gesellschaftlichen Beitrag, den ich zu machen habe und den ich auch gerne mache. Ne? Und der Name Martin Schröder Berlin Foundation hört sich doch super an. Ne? Und ich bin stolzer Vater, biologisch, wusste ich seitdem ich 7 Jahre alt bin,
dass ich keine Kinder zeugen werde, hat meine Freundin als dummerweise mal irgendwie eine Verlegenheit gebracht, dass sie vielleicht schwanger werden könnte von mir, die ich wie ein Dilettant entjungfert habe. Gott sei Dank ist sie nicht schwanger geworden. Hat jetzt in London Praxis und hat einen wundervollen Mann, zwei Söhne. Und die heißen nicht Keim und Abel. Da gibt es noch eine andere Formulierung. Aber also praktisch Namensnennung. Also die Bilder hatte ich nämlich in der St. Thomas Kirche in Kreuzberg, Bethanien gemacht. Warte mal, wie heißen die? Also auch zwei geistliche, komme ich jetzt nicht drauf. Aber ich glaube, ich bin jetzt auch bei 2,5 Promille gelandet. Aber also ich bin stolzer Säufer, ich bin kein Alkoholiker. Ich war die hast du immer wieder in meinem Leben bei den anonymen Alkoholikern. Aber ich arbeite einfach oder praktiziere, lebe soziale Kompetenz. Neben Egomanie und dass ich einfach dem Kellner sage, was ich haben will. Wenn ich noch ein Stück Butter mehr haben will, brauche ich das einfach nicht, weil ich es haben will oder möchte. Meine Schwester Ulrike hat mal gesagt, Martin, du musst bitte sagen, kann ich nicht, ne? Aber was ich kann, ist Danke sagen. Danke. Hast du noch eine Frage? Nee, ist alles klar. Gut, lassen wir das mal.